Oldenburg in Niedersachsen. Auch hier hat der Dauerregen die Pegelstände der Flüsse und Kanäle dramatisch steigen lassen. Die Böden können kein Wasser mehr aufnehmen. Ganze Straßenzüge drohen überschwemmt zu werden. Bis zu 800 Anwohner müssen alleine hier ihre Häuser und Wohnungen verlassen, wenn die Hilfskräfte die Wassermassen nicht unter Kontrolle bekommen. Im Moment ist es noch nicht angedacht, dass die Gegend evakuiert werden muss. Aber die Bevölkerung ist halt schon mal vorgewarnt. Helfer versuchen, das Wasser einzudämmen mit Deichen. Ein Wettrennen gegen die Zeit. Denn je länger das Hochwasser gegen die aufgeweichten Deiche drückt, desto größer ist das Risiko, dass sie brechen. Andere Bundesländer müssen aushelfen. Kilometerlange Deiche mit Sandsäcken zu sichern, das kann dauern. Die Helfer greifen zu einer anderen Methode. Hier bauen Hilfskräfte gerade ein mobiles Deichsystem auf. Die roten Platten werden zu Tonnen zusammengesteckt und mit Wasser dann befüllt. Das gibt die entsprechende Stabilität. Am Ende könnte hier ein bis zu 2 Kilometer langer mobiler Deich stehen. Eine Art Deich to go aus Kunststoffplatten. Er soll die Wassermassen eindämmen. Ein paar hundert Meter entfernt patrouilliert mehrmals täglich die örtliche Wasserrettungsstaffel auf der Hunte, dem größten Fluss in Oldenburg. Aufgabe der Staffel, Treibgut einzusammeln. Wir haben hier stromabwärts auf der Hunte das Wasserkraftwerk Oldenburg. Da sind Turbinen, davor ist noch ein Wehr und da darf sich nicht so viel Treibgut sammeln. Zum einen, weil wir natürlich die Turbinen schützen wollen, zum anderen, weil wenn sich jetzt viel Treibgut davor sammelt, man sich auch in gewisser Weise die Steuerungsfähigkeit nimmt. Das ist so ein bisschen wie in der Küche im Abfluss, wenn da so viele Reste sind, dann hat man einfach keine gute Steuerungsmöglichkeit mehr. Steuern lässt sich das Wasserkraftwerk immer noch ganz gut, auch wenn es bald 100 Jahre alt ist und unter Denkmalschutz steht. Hier kommt sehr, sehr viel Wasser die Hunte rausgeflossen und es ist so, dass im Moment kein Strom produziert wird, sondern eher auf Überlauf geschaltet ist, dass wir hier größtmögliche Wassermengen abfließen lassen können. Hauptaufgabe des Kraftwerks ist es derzeit, die Wasserstände von Hunte, verschiedenen Kanälen und Flüssen zu regulieren. Koordiniert wird die Arbeit der Helfer im sogenannten Lagezentrum Oldenburg. Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Bundeswehr und andere Hilfsorganisationen arbeiten Hand in Hand. Im Notfall können sie bis zu 900 Helfer und Helferinnen mobilisieren. Die Lage ist immer noch angespannt, weil wir natürlich nicht wissen, was kommt noch an Regen in den nächsten Tagen. Aber insgesamt haben wir die Situation ganz gut unter Kontrolle im Moment. Die Meteorologen sagen, in den kommenden Tagen können bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Es ist also noch zu früh, Entwarnung zu geben.